So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, sage ich schon. Star Wars Battlefront 2. Wir müssen hier mal ein bisschen die Rebellen vernichten. Oh Gott, oh Gott. Müssen wir eigentlich jetzt hier landen? Jawohl, wir landen hier, okay. Oh, Mikrofon getreten. Attacke, los geht's. Komm her. Bam, 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 bam. Oh nice, was habe ich denn hier für eine Wumme am Start? Das ist ja natürlich ein Gerät hier. Das gefällt mir doch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Das ist gerade so eine Dingens. Annonce an hier. Star Wars. Teil 4. Wo die da von Darth Vader geholt werden. Beziehungsweise Star Wars Rogue One. Jo, das Ding gefällt mir auch ziemlich gut. Mann! Nein! Ich wollte gerade den Druiden. Oh, da ist dieses Drecksgeschütz da hinten. Mann, fuck! Komm nochmal. Los, los, weiter. Komm, hier. Direkt Neustart. Ich hoffe, ich muss nicht mal von ganz vorne. Okay, nein, gut. Muss ich mal ganz kurz warten. Noch ein Leben. Okay. Agent Hart, der Weg durchs Schiff ist frei. In der Wattenbucht von mir. Verstanden, so. Ich bin unterwegs zu ihm. Na komm mal her, wir nehmen mal mit der Pumpgun hier ein bisschen. Gott sei Dank, Mann. Gibt es eine Pumpgun. So, schön mit der Pumpgun alles weggeräumt hier. Da hinten sind sie alle. Ach, und hier unten. Ach du, was bist du denn, ne? Das sind doch die von Star Wars The Clone Wars, die dann hier mit General Akbars Volk da zusammen kämpfen. Diese Tentakel-Dudes da. Da hinten muss ich hin. Das muss ich hacken. Okay, das kriege ich hin. Dann hack das mal eben. Und gib mir mal hier. Ach, das ist. Oh Gott, das ist schon Rasen. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle frei liegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Und dann baller ich mal eben hier ein schönes Geschütz hin, ne? Jetzt ja, oder wie du bist. Mann, nein, ich. Oh, fuck. Immer in diesem letzten Moment, wenn ich umswitche, werde ich getötet, Alter. Das Spiel bringt mich noch um. Komm, hack das. Droide, überlade die Kühlzellen. Das schaltet die Kanonen ab. Ach, das ist wieder Jim Ross. Hax, 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 Hax. Also Oma. Sobald die Kühlzelle frei ist, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Verstanden. Muss ich aufpassen, weil von dir kommen jetzt auch gleich welche. Das glaube ich auch. Das ist hier jetzt so ähnlich aufgebaut, das Schiff, wie in im allerersten Level, in dem wir waren. Wo wir unseren Druiden rumfliegen mussten. Da mussten wir, glaube ich, hier rüberfliegen. Achso, scannen kann ich jetzt nicht, wenn mein Druide da am Arbeiten ist. Sanity, da rumpft sie, der ist voll weggeflogen. Hax, oder Husk. Warte mal, ist der jetzt Husk oder Hax? Immer auf jeden Fall der Regel das. Ich habe das Gefühl, wir sind durch. Elektroschock, mach schon. Oh, das ging natürlich schnell. Alles okay? Ausgezeichnet. Die zweite Zelle gehört Ihnen, Kommando. Gut, nochmal auf der anderen Seite das gleiche. Nehme ich an. Hey.
Los geht's. Da oben kommst du gleich raus. Fuck, von wo? Von wo? Da vorne. Von wo schießen die überall? Ich sehe nichts. Wenn ich rechte Maustaste mache, dann ballert er so einen raus, okay. So ein, was auch immer, so ein Schub. Ist auch ziemlich geil. Ja. Top. Ach, eine noch. Okay. Wo ist sie? Sprengsatz platzieren. Was ist das hier? Das ist... Kühlzelle ist bereit, Kommandant. Da oben. Gut, ich platziere einen Sprengsatz. Also mal eben hier hoch. Und... Darf ich bitten, Kommandant? Sprengsatz, okay. Was passiert, wenn die Bombe hochgeht? Das werden wir ja sehen. Ja, ist doch gut geworden, würde ich sagen. Genau wie geplant. Oh ja, klar, klar. Gehört das auch zum Plan? Halten Sie sich irgendwo fest! Droide, Schilde! Komm schon, Droide! Oh oh! Oh, 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 ganz knapp, ganz knapp. Achso, ja, komm, das geht ja runter hier wie in Sekunden. Gut. Rebellen dürfen nichts von unserem Plan mit Operation Asche erfahren. Wie lautet denn unser Plan, Sir? Macht ist heute mehr denn je der einzige Weg zum Frieden. Admiral Versio. Ich würde auch gerne wissen, was Operation Asche bedeutet. Damit Sie wissen, wirklich herrscht. Commander Jäger im Anflug. Zerstören Sie die Schiffe! Würden wir den Kreuzer ausschalten und übernehmen, könnten wir viel über den Feind erfahren. Die Rebellen bringen uns nichts. Ihre Schwächen würden uns scheitern lassen. Richtig, Agent Task. Ordnung entsteht nur, wenn die Galaxis sich uns unterwirft. Sehr gut. Satelliten werden bald in Sicherheit sein. Wo setzen wir die Satelliten ein, Sir? Schluss jetzt mit diesen Fragen, Commander. Befreien Sie mein Schiff. Gut, was ist jetzt hier los? So, oben die erste. Und dann noch zwei andere. Ich dachte, das wären fünf gewesen. Ich muss abziehen. So. Die Dauntless ist frei. Komm, dann. Achso, okay. Die Dauntless. Come on.
Ihr Vater wird stolz sein. Die Kürbis. Hauptquartier des Infernatus. Die Satelliten für Operation Asche wurden an Admiral Versio geliefert. Die nächste Mission ist ebenso wichtig. Inferno hat Zugriffsfreigabe für ein Geheimobservatorium des Imperators auf dem Planeten Pilio. Es enthält gefährliche Artefakte, die der Feind nicht bekommen darf. Das Observatorium wird von einer Mantelverteidigung geschützt. Miko, Sie haben die nötige technische Expertise. Rüsten Sie eine Expedition aus. Finden und zerstören Sie das Observatorium. Pillow. Oder so. Unkolonisierter Planet. Kolonisierter. Schwieriges Wort. Ah, jawoll, R2D2. Luke Skywalker. Wenn das Imperium hier ist, dann war mein Gefühl wohl richtig. Dieser Planet muss etwas ganz Besonderes sein. Du bleibst hier, R2. Ihre Scanner haben uns bestimmt entdeckt. Als ob wir jetzt. Als ob dann R2D so rumfährt. Nein, Nostalgie. Geil. Schon okay, R2. Du bleibst hier, okay? Das ist extrem geil. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, weil da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und wie geil es einfach aussieht. Guckt euch das an, bitte. Guckt euch das einfach an. Und ich gehe noch stören. Das Imperium wird uns suchen. Ich muss wissen, warum ich. Boah, ist das geil. Das kann er. Macht Schlag. Und Lichtschwertattacke. Ja, Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich will jetzt. Sieht das geil aus, Alter. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.